Antoine Griezmann und der FC Barcelona eine mittlerweile längere Geschichte, geprägt von gegenseitigen Annäherungsversuchen. Trotzdem überrascht die nächste Wende im Poker um den 28-Jährigen, Barça will den Stürmer nicht mehr. Eigentlich sollte das Wechseltheater um den französischen Superstar schon bald ein Ende gefunden haben. Der Transfer zum FC Barcelona schien nur noch Formsache zu sein, bis die spanische Sportzeitung Marca am Donnerstag meldete, dass die Katalanen keinerlei Absicht mehr hätten, Griezmann zu verpflichten. Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 46 Bilder. Seinen Abschied hatte der Weltmeister bereits selbst verkündet, mit einem Video auf Twitter. Macht Griezmann zu viel Show? Diese Art der Selbstinszenierung kennt man von Griezmann. Er ist ein Showman. Noch im vergangenen Sommer, kurz vor der WM, hatte er via eigener Live-Sendung La Decision die Entscheidung, seinen Atlético-Verbleib inszeniert und damit dem FC Barcelona abgesagt. Kostet ihn diese Show nun den Wechsel zur Blaugrana, der ZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Zum anderen habe sich Griezmann durch die Barca-Absage im vergangenen Sommer bei Spielern und Verantwortlichen der Katalanen nicht beliebt gemacht. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Rummenigge erhöht Druck auf Kovacic. Fußball, La Liga hat sich Griezmann verzockt. Tennis, Adas Imperium, Federer Fußball, Bundesliga, Boateng Berater widerspricht Hoeneß Fußball, DFB-Team. Solange ist Löw außer Gefecht, hat sich Griezmann mit seiner frühen Abschiedsentscheidung nun verzockt. Persona non grata in Barcelona, zumindest bei Barça, seinem angeblichen Wunschverein, scheint der französische Weltmeister nicht willkommen zu sein. Einige Barca-Spieler nehmen ihm die groß inszenierte TV-Absage übel, weil sie zuvor noch für ihn geworben hatten, das zumindest will das spanische Blatt Sport aus einer der Mannschaft nahestehenden Quelle erfahren haben. Einige Medien sprechen sogar von einer Sammelbeschwerde einiger Barca-Akteure. Auch der FC Bayern wird den Griezmann-Poker genau verfolgt haben. Mit dem FC Barcelona ist der bisher größte Konkurrent jetzt wohl aus dem Rennen, trotzdem ist die Zahl anderer finanzstarker Interessenten nicht kleiner geworden. Allen voran PSG und Manchester United wird großes Interesse nachgesagt. Atleticos Spiel auf Griezmann zugeschnitten. Egal, wo der Stürmer am Ende landet, er wird vor allem eins teuer. Außerdem muss der Franzose erst noch beweisen, dass er bei einem anderen Team genauso wertvoll ist, denn Atletico hat seine ganz eigene Art und Weise zu spielen. Das Spiel ist auf Griezmann zugeschnitten, vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Griezmann bekommt bei den Uruguay Blancos nicht allzu viele Chancen, macht seit 4 Jahren aber in jeder Saison mindestens 15 Tore. Warum also nicht auch woanders? Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige die Posse um. Grisou böte jedenfalls genug Stoff für eine neuerliche Verfilmung. Was sich Griezmann wohl für die Unterschrift bei einem neuen Club einfallen lässt? Man darf gespannt sein. Let's block ads. Why?